Hallo ihr Lieben, ich zeige euch, wie ich diese Wraps gemacht habe zum Nachmachen. Dazu kommt der Reis in einen Topf, das Wasser kommt dazu, wir nehmen da ein Verhältnis 1 zu 3 und Kurkuma und Salz kommt in den Topf und der Reis wird einfach gekocht. Hier habe ich Sojaschnetzeln, die ich mit etwas Suppengewürz und kochendem Wasser übergieße. 15 Minuten einweichen lasse, absiebe und dann in eine Pfanne mit Gewürzen und Tomatenmark gebe und knusprig anbrate. Hier habe ich den Wrap-Teig. Ich schreibe euch gerne ein Rezept dafür auch in die Videobeschreibung. Ich habe hier glutenfreie gekaufte genommen, weil es mit glutenfreiem Mehl immer recht schwierig ist und gebe hier den Reis, den ich mit Mais gemischt habe, hier auf den Wrap-Teig. Dazu kommen diese angebratenen Sojaschnetzeln. Ist einfach nur ein Vorschlag, ihr könnt natürlich auch andere Zutaten hineingeben. Ihr könnt natürlich zum Beispiel auch gebratenen Tofu nehmen und reingeben. Ich habe mich hier für Gemüse, für Fenchel entschieden und Paprika, jeweils eben einfach nur roh aufgeschnitten. Ihr könnt zum Beispiel auch Zwiebeln reinschneiden. Ich habe hier etwas Tomatensauce reingegeben als Soße und Vogelsalat oder Feldsalat. Der Wrap wird dann gefalten und ja, das ist auf jeden Fall mein Rezept an euch. Ich wünsche euch alles Liebe, guten Appetit und bis zu einer neuen Folge. Tschüss!